Schnauzen. Bardegg bis Würzenbach. Maihof bis Untergütsch. Blau-Weiss regiert. Luzern, stand auf, ja! Das ist die schönste Stadt in der Schweiz, schönste Stadt in der Schweiz. Lieber Luzern bis zum Jungstag in der Schweiz. Meine lieben Damen und Herren, es ist jetzt wieder so weit. Wir gehen wieder mal, endlich wieder mal an den FCL-Match. Es wird uns auch langsam schon dunkel. Es wird eh dunkel, wenn wir am Match sind. Von dem her liegt es eigentlich gar nicht so. Aber das Wetter an sich war eigentlich nicht mal so schlecht. Und ja, es wird heute ein sehr spannender Match gegen Winterthur. Verspricht einiges, weil beide in Topform sind momentan. Wuhu! Wow! Richtig geile Meine Prediction zum heutigen Match ist ein 3-2, weil der einzige wahre Grund ist, Vinti hat ja sich jetzt wieder massiv gefangen, also sie sind wieder komplett dabei, haben 15 Punkte an der Tabelle, FCL ist momentan noch dritt, mit einem Spiel weniger, und ich sage, die wollen die f***ing Punkte. Wie Vinti, so auch Luzern, beide haben Bock auf den Match, also sage ich, das wird ein spannender Match. Das 3-2 sage ich natürlich für Luzern. Let's go. Was hast du in deinem Rucksack? Da haben wir noch ein bisschen Saft dabei. Wenn wir den Saft haben. Nein, oder andere Mella, komm. Bevor wir mit drin sind. Und das wird für 5 Minuten live. Prediction. 3-2 für FC Luzern. Und sag noch, um was wir wetten. Wir wetten um ein verdammtes Bier. Um ein Bier nach dem Match. Ich sage 4-2 jetzt neu. Also 4-2. Und nicht mehr, ja. Willst du gar keinen Sinn ergeben, also da schlage ich. Nice! Ein Bierli! Ich habe gesehen, davor ist schon wieder Stock voller auf. Also, das Schaden wird heute recht gut für Stock voll wie ich. Hallo, es ist krank! Wir sind wieder im altbekannten Ankunfts. Gull Arena! Mein Herz geht weiter. Schau dir das schöne Stadion an. Oh mein Gott! Ich fühle mich wie im Paradies. Ich fühle mich so, als wäre hier das Paradies, ja. Paradies, ja. Paradies, ja. Wir sind jetzt im Stadion angekommen und es ist einfach sein Handy verloren. Und es ist einfach nur noch perfekt. Winterthur aufstellen. Wir haben das letzte Mal einen treuen Fan von uns getroffen, und zwar am riesen Festival. Und er hat uns etwas gesagt, das ich sehr zu Herzen genommen habe. Er hat gesagt, also unsere Vlogs sind mega gut und wir werden Millionäre. Aber stimmt, ja. Wir müssen uns noch mehr ein reinsuchen. Und das haben wir uns zu Herzen genommen. Ja, das haben wir zu Herzen genommen. Und darum haben wir jetzt wieder ein Bier da. Sind wir seitdem richtig am alles gegeben. Die erste grösste Möglichkeit von Luzern, aber es passiert noch nichts. Ja. Wenn das heute wieder so eine Match wie gegen Basel ist, kotze ich. Tunnel liegt am Boden. Alle schwerfen jetzt am Boden. Winterthur, wir sind hier neben der Luzernkurve und Winterthur macht kranke Stimmung, oder? Also es ist crazy. Winterthur kommt. Was ist das? Zum Käse. Es ist so unverdient. Es ist so lächerlich. Es sind 10 Minuten gespielt und sie sind noch gewinnen. Die Scheiße Luzern, wir müssen den Finger aus dem Arsch nehmen. Digga. Ah, wenigstens der. Fazit nach 17 Minuten. Luzern spielt so scheiße. Oh, spielt, als würde es gegen Barcelona spielen. Ja, der kommt wieder, es ist so lächerlich. Ja, schön. Hey, ich muss zum Real Talk kurz etwas sagen. Luzern spielt nicht schlecht. Aber so viel Feldpass und Winterthur kontert jetzt mal gefährlich rein. Vor allem der Yashari ist überstrong. Also ja. Er hat schon
aber recht gut klar finde ich. 6-0 ist durch einen Feldpass entstanden. Lächeln. Winterthur probiert alles aus, aber es bleibt halt ein Scheißverein. Video ist jetzt richtig, schreit der Typ. Hä? Hey, Marisha! Was ist da los? Eine riesen Ansage gegen Schiedsrichter. Digga, wo haben die gleich Schiedsrichter sein? Nein, dem Schiedsrichter hat sein Hirn geschissen, okay. Ja, er ist Messi, oh mein Gott! Er ist eine Ikone, oh mein Gott, wer ist er? Kannst denken, ne? Die beste Chance von uns da! Er ist ja der Beste. Real Talk, das beste Match ist mir, Digga. Ich kann es nicht anders sagen, es ist echt zum Kotzen, Digga. Ja, schau, ich behalte die Kamera, mach's nie, komm. Es ist faul eigentlich, aber der Schiedsrichter ist plötzlich auf unserer Seite. Eine Minute Nachspielzeit hier in Luzern. Der Match ist scheiße, aber das Bier ist immer noch voll und das ist es. Wir gehen ja nachher noch eine fette Afterparty. Oh, auf die freue ich mich, auf die fette Afterparty. Die wird hoffentlich besser als der Match bis jetzt. Das beste Match ist das Bier auf dem Grind. Verbei die Scheiße. Ich hol mir ein neues Bier, Jungs, das ist alles easy. Was ist dein Fazit? Fazit von der ersten Halbzeit: Luzern dominiert den Match. Aber sie haben viel zu viel Fallpass. Ein Fallpass, ein Gegenangriff von Winterthur, das ist am Riesen. Ja, es ist ja so. Wie viel geht der Match aus? Was sagst du? Ich denke, FCL gewinnt in 3-1. Wie die letzten zwei Spiele. Weil Winti hat bis jetzt immer noch 1-0 gewonnen, aber das wird sicher nicht mit dem 1-0. Also es gibt ein 3. Vor allem haben wir gedacht, dass es heute eine grosse Aktion gibt von Luzern wegen mehr als 52%. Simi, Bro, warte schnell, es geht weiter! Luzern macht es zurück, aber es reicht einfach noch nicht. Riesen Möglichkeit für... Marius! Ja, wenn es so weitergeht, geht es nicht mehr lang, bis es durchschießen. Geht nicht mehr lang. Was ist dein Fazit an dem verdammten Match? Es ist verdammt mal geil! Wow. Wer ist er? Was macht er? Und momentan muss man auch sagen, dass Nebri am Gewinnen ist, weil er schon näher dran am Resultat. Deswegen sind es sehr kritisch für mich mit meinem 4-2. Da muss jetzt noch sehr viel passieren, aber ich glaube an das Bier. Yeah.
Ich gebe heute alles. Ich gebe heute alles, um Max Meiss ins Trikot zu holen. Ich leder über die Wand alles. Harry, mach deinen Fuß! Ein Horrorfall! Ein Riesenfall, Scheiße! Wir haben 11'000 Leute im Stadion. 11'500. Ich habe meine Familiäre eingeladen wegen dem. Aber jetzt in der zweiten Hälfte, ich sage ich ehrlich, Luzern spielt schon besser. Jetzt. Bei allem Respekt. FCL spielt so gut 2-1, es war schon längst überfällig. Und das meine ich mehr als ernst. Es ist unfassbar. Jedes Mal gibt es eine rote Karte für Luzern. Es ist zum Kotzen. Fazit. Schiedsrichter ist der Hure so auf Erde. Luzern muss gewinnen seit Tagen, seit Wochen. Das zensiere ich mal lieber nachher. Es geht jetzt. Es gibt noch einen Leckstegenbreak. Alle aus. Spiel ist fertig! Ich glaube, Spiel ist fertig, ja. Es hat nochmal eine riesige Möglichkeit für Winterthur gegeben, aber es ist fertig. Es wäre absolut verdient gewesen, der Sieg für Luzern, aber ja. Ist es halt so, wir nehmen das Eis an. Der Match ist vorbei. Hast du es drauf? Ja, nein. Der Match ist vorbei. Der Abend ist lange nicht vorbei. Wir gehen jetzt noch eine Afterparty. Wir klären jetzt noch ein paar Baddies fürs Team. Auf die freue ich mich maximal. Und Jungs, wir machen jetzt gar keinen Stress. Abonnieren, liken, kommentieren und wir sind die Heftigsten. Peace! Nein, Bro.